Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zu Top 10 beste Projektile in Super Smash Bros. Ultimate. Und vorab möchte ich sagen, hier zählen wirklich nur Projektile. Snakes Granate ist kein Projektil. Diddy Kongs Banane ist kein Projektil. Robs Kreise kein Projektil. Denn laut Smash gelten diese Sachen als Items. Die kann man in die Hand nehmen, die kann jeder benutzen und halt werfen. Bei Projektilen ist nicht der Fall. Die werden entweder aus einer Pistole abgeschossen, Samus Schadspiel, Wolf Laser, man kennt's. Und das sind halt Projektile. Deswegen keine Items, vielleicht nur jetzt Top 10 Projektile. Viel Spaß! Platz Nummer 10 ist Rasierblatt von Ivysaur. Man kann es voll gut spammen, es travelt voll weit, manchmal fliegt es in einen schrägen Winkel nach oben, manchmal einen schrägen Winkel nach unten. Es ist relativ unpredictable, es ist komplett random, wie das fliegt. Seht ihr, es fliegt immer leicht anders. Und ja, warum ist das Projekt hier so gut? Man kann voll gut raus kombon, in Neutral Air, in Forward Air, gefühlt in alle Areas und später natürlich auch in die AP. Wenn die Prozente hoch genug sind, kann man das in der AP kombon. Seht ihr das? Und ich kriege confirmed das sogar. Das ist doch krass. Ich finde das komplett krass. Eines der besten Projekte im Spiel. Spammable, Combo-Board, hat nicht wirklich viel Risiko und zeichnet sich deswegen ab als eines der besten Projektile im Game. Deswegen Platz Nummer 10, Ivysaur, Razor Leaf. Platz Nummer 9 geht an Joker Side B. Richtig nerviges Projekt hier, kann man gut spammen, travelt weit und ihr seht, es macht Damage over time. Das ist quasi so ein Fluch, den man den Gegnern gibt und setzt natürlich einen umso mehr unter Druck. Und ich sag mal so, bei Ness ist das Jump Can Speak of Fire, also Speak of Fire aus der Luft, schräg runterfliegen, Advanced Technik. Bei Joker muss man einfach nur Side B drücken und es kommt in diesen ekligen, schrägen Winkel nach unten. Bedeutet, man kann es aus der Luft gut benutzen. Es hat relativ wenig Lag, obwohl es schon genervt wurde und ist so ein verdammt gutes Projekt hier. Mit Ascend ist es dann noch besser. Mit Ascend hat es eine stetige Hitbox, macht noch mehr Schaden, schlägt noch weiter weg. Definitiv ein sehr, sehr gefährlicher Move. Und ihr seht, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Kann das zum Two-Frame benutzen, eine Kante. Und das auch nur beim Ascend-Side-Piece so. Dass das halt so eine Explosion gibt. Das Licht will ich jetzt anders hin. Und das Coole ist, man kann wirklich damit two-framen. Wenn man zwei perfekt macht. Und natürlich macht die Ascend-Version noch mehr Schaden. Also, was jetzt wichtig bei der Zeit B? Der Winkel ist mega eklig, es hat nicht viel Endlag, setzt den Gegner unter Druck, dadurch, dass der Gegner konstant Schaden bekommt. Und es fliegt ziemlich weit. Bei höheren Prozent kann man versuchen rauszukommen. Das ist nicht komplett true, aber man kann den Gegner halt voll unter Druck setzen mit der Lagless Backer, indem man dann direkt hinterher springt. Like this. Seht ihr das? Und das geht halt nur bei dem schwächeren Side-B-Move. Sprich, bei Ascend fliegt der Gegner einfach zu weit weg, sodass man ihn nicht mehr wirklich unter Druck setzen kann. Aber so, kein Problem. Platz Nummer 8 geht an Quajutsus Neutral Greninja Water Shuriken. Richtig krass. Man kann es einfach spammen, man kann es zum Store nehmen, guck, welches hier im Disadvantage bin. Dann halte ich mal Momentum kurz hier und kann dann im richtigen Moment runterspringen. Richtig guter, vielseitiger Move. Ruhig laden auf. Kannst den Gegner gut an die Kante treffen, wenn er zu lange hängt. Wenn er recover möchte, weil es ist so lange draußen, so ein Multi-Hit-Move, killt den Gegner, drag den Gegner auf Stage, was wieder für Ledge-Guard-Situationen sorgt. Kann einfach, selbst wenn jetzt Gegner versuchen zu campen, Samus lädt Charge-Beam auf, Diddy Kong holt die Banane. Du kannst die Gegner einfach permanent unterbrechen. Mit diesem Water-Shoring. Und das macht ihn zu einem der nervigsten Projektile. Absolut spammbar und super vielseitig. I just love it. Deswegen mein Platz Nummer 8. Water Shuriken. Vielseitig einsetzbar und absolut nervig, wenig Lag und wirklich super nützlich. Platz Nummer 7
detailliert wie eine Dose von Dacron, die ist Frame 1. Könnt ihr perfekt als Combo-Breaker, wenn ihr zu einem getargetet wird, schlechten Positionen seid, Code wird, könnt ihr hier rausholen, die explodiert, Frame 1, Gegner fliegt weg, ihr resettet ein Neutral, warum Prozent tötet ihr so einen Gegner? Richtig gutes Combo-Breaker-Tool. Außerdem können die Dosen natürlich für Traps benutzen. Zum Edge-Trappen hier kann man die perfekt benutzen, wie ihr sehen könnt. Und ich kann die dann hier hinlegen. Pass auf. Und on Reaction kann ich die auf den Gegner hetzen. Ich kann einfach hier warten. Falls Steve jetzt nochmal Getup macht. Boom. Und die Krumm hat das sogar einen Kill confirmed. Das ist so krass. Also wirklich, die Dose ist absolut insane. Die Recovery von Duncan ist auch grundschlecht, aber mit Hilfe der Dose ist die sogar einigermaßen gut. Weil die kann einen die ganze Zeit noch schützen. Erst Dose rausholen, ab hier benutzen und die Dose ist die ganze Zeit vor mir und schützt mich. So dass es schwer ist, Duncan zu edge kann. So ein vielseitiges Tool. Kill confirmed, comboed, trapped, hilft einem beim Recovern, ledge trapped. Wow. Dieses Projekt hier kann alles. Wirklich. Es ist so verdammt gut. Hätte vielleicht sogar höher in der Liste sein können, auf jeden Fall. Platz Nummer 7. Die Dose von Duncan. So ein super gutes Tool. Platz Nummer 6. Der Pikmin war von Olimar. Schon mal gegen guten Olimar gespielt oder generell gegen nervigen Olimar gespielt? Nee. Dann seht und staunt. Diese Plaggeister kleben an einen, bauen übelst viel Schaden auf und es ist voll schwer, die abzuschütteln. Und spezifische Moves machen, die dann auch viele die Pikmin treffen und töten können. Und es geht ja noch schlimmer. Achtet jetzt aber auf den weißen Pikmin. Wie viel Schaden der macht. Wenn du die nicht rechtzeitig abschüttelst, wirst du ganz schnell in hohen Prozentbereichen enden. Und das ist so nervig. Und dann kommt noch der lila Pikmin, auch richtig vielseitig einsetzbar. Weil dieser lila Pikmin die Gegner tatsächlich wegschleudert. Das heißt, du hast quasi eine aktive Hitbox. So vielseitig sind alle Pikmin. Und das macht sie so unberechenbar. Guckt euch das an, wie nervig das ist. Ich kann die auch wieder zurückgerufen. Und dann wieder spammen. Gerade mit den lila ist das dann gut, kann ich zurückrufen, wieder auf den Gegner schleudern. So was von stark. Wirklich, der Pikmin-Wurf. Absolut ridiculous. Das setzt den Gegner vor allem ja auch psychologisch so unter Druck, wenn sie Parasiten an mir kleben. Für mich sind das nichts anderes als Parasiten. Du hörst nur diese Damage-Zahlen steigen. Ja, das sind wirklich krasse Zahlen und so. Als wenn die halbe Welt untergeht, als wenn irgendwie der dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Und dann guckst du auf deinen Prozent und dann, nein, siehst du schon wieder 100, über 100% auf. Und wie gesagt, die abzuschütteln ist auch nicht so easy. Deswegen super nervig, super starker Move, der Pikmin-Move von Olimar. Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 geht an Sephiroths absolut brokenes Hype-Bee. Zerstört Projektile. Kommt leckless raus. Setzt die Gegner komplett unter Druck. Macht übelst viel Shield-Damage. Kann Shield-Break-Setups deswegen ermöglichen. Man kann daraus comboen. Und viele versuchen das dann zu schieren, setzen sich unter Druck, versuchen abzuhauen, springen dann weg, da explodieren diese Kugeln und töten einen nach oben. Viele wissen einfach nicht, wie man damit umgeht. Und allein, wenn diese dunklen Sphären schon um einen rumkreisen, ja, macht das so verdammt viel Druck auf den Gegner, das kann man nicht beschreiben, das ist einer der besten Moves und das ist so lagless. Und guckt euch die Reichweite an, es geht verdammt weit. Ein sowas von fantastischer Move. Das ist vielleicht so mein Favorite Move im Spiel, ich finde ihn so toll. Killed. Setzt den Gegner unter Druck, Shield breakt, verleiht den Gegner zu weglaufen, was man auch gut punishen kann mit Sephiroths Reichweite. Deswegen ist das Hype-Bee für mich ein absolut grandioses Tool, super guter Move und sehr, sehr liebenswert, wirklich. Zumindest wenn man Sephiroth mag, wenn er gegen spielen muss, nicht unbedingt der Lieblingsmove. Aber ja, guckt euch die Geschwindigkeit an. Und wirklich, wenn Simon zum Beispiel seinen Cross wirft, du machst Hype-Bee, fliegt das Cross einfach wieder zurück. Es wird annulliert. Es geht durch manche Projektile und zerstört diese. So gut ist dieser Move. Mega heftig, deswegen bin ich Platz Nummer 5. Sephiroth, Side B. Platz Nummer 4 geht an die Königin der Nervensägen, und zwar Zelda. Zelda ist gefühlt allen nervigsten Charakteren in Super Smash Bros. Ultimate. Und
Wem haben alles zu verdanken, richtig, ihre Damen B? Dem Phantom. Das Phantom ist eins der besten Projekte im Spiel, meiner Meinung nach, weil es einfach so viel macht. Zack, ich set up hier mein Phantom, pressure den Gegner schon wieder mit anderen Moves. Das Phantom, Achtung, was es covert. Richtig, es covert die halbe Stage. Sledge-trapped, es ist multitasking-fähig, es hat so viele Funktionen. Es ist gut, Zelda zu protecten, weil das Phantom hat ja auch eine Hitbox, Hurtbox. Und ja, es killt, es sledge-trapped, es zoned, es macht so viel gleichzeitig und deswegen ist es eines der besten Projekte hier im Spiel. Ja, unaufgeladenes Phantom ist relativ useless, aber schon mit einer Aufladung kriegt man hier so ein Tech-Shell-Szenario. Dann gibt es noch den Move hier, was die Luft abdeckt, weil er halt vor hinten ausrollt mit dem Swing, deckt halt komplett die Luft ab. Dann, das ist halt dieser Move hier. Dann gibt es noch den, der den Gegner einfach offstage läuft, was perfekt für Edgeguard-Szenarios sorgt. Und natürlich die volle Aufladung, die man kontrollieren kann, während man dann noch andere Moves macht. Man kann dann zum Beispiel den Gegner festhalten und die Hinrichtung ist beschlossen. Und oh mein Gott, dieses Projekt hier ist so verdammt gut. Es macht so viel und es macht so viel. Und es ist mega frustrierend, dagegen zu spielen. Und in Switch 4 war es so, wenn das Phantom zerstört war, konnte Zelda das erstmal nicht mehr nutzen. Hier ist das nicht so. Phantom ist zerstört und schwupp, so schnell kannst du dich gucken, steht wieder ein neues Phantom dort. Deswegen, super vielseitiger Move. Absolut ridiculous. Mein Platz Nummer 4. Zelda Down B. Platz Nummer 3. Den natürlich in Samus, der absolute Klassiker seit Smash 64. Zwei Chartspielen. Absolut broken Projekt hier. Super ridiculous. Kann daraus Kill confirm. Man kann generell damit super gut snowballen. Man kann damit übelst Schaden aufbauen. Shield breaken. Es macht so viel Shield Damage. Das macht generell so viel Schaden. Schickt den Gegner offstage. Schickt den Gegner in eine Hölle. Allein die Aufladung des Chartspiels macht einen so Angst. Kannst du einen halb aufgeladenen Chartspiel nutzen. Daraus kommen, das Kombo zu einem Slash, Kill confirmed. Und ja, Frost, aggressive Playstyles, dann springen die Gegner gerne rüber, das wie Forward Air, um Gegner aus der Luft zu catchen. Super krasses Projekt hier, ich kann es nicht anders sagen. Guckt euch an, wie stark das ist. Es macht so verdammt viel Schaden, das ist natürlich ein All-Time-Classic und keine Ahnung, alle Leute, die gegen Summer spielen, hassen es. Dagegen zu spielen allein, schon wegen Chartspielen. Achte auf den Damage-Output. Muss ich dazu noch was sagen? Nein. Super frustrierend, super stark. Chartspielen, Platz Nummer 3, Samus. Platz Nummer 2, geht an Piranha Pflanzen New to be, eine Bronze. Ein Projektiler, One-Trick Pony, kann alleine Spiele dadurch gewinnen, indem man nur New to be mit Piranha Pflanzen nutzt. Macht übelst viel Shield Pressure. Macht übelst viel Schaden, 21, wie ihr sehen könnt. Fast auf die Vitalspiel. Nein, das ist natürlich nicht. Das hat er 33 gemacht, aber trotzdem. Dafür, dass man so schnell raushauen kann, macht es viel zu viel Damage. Selbst wenn ich jetzt hier Combat wäre von Mario, fällt die Kugel runter, wird ihn treffen. Super gut zum Ledge Gun. Guckt euch das hier an. Absolut ridiculous. Muss man nicht mehr viel zu erwähnen. Ist einfach ein bombastisches Projekt hier. Und außerdem kann man es voll weit schleudern. Man kann es auch da eine Kante lassen zum Edge-Trappen. Seht ihr, wie weit man das schleudern kann? Das ist absolut ridiculous. Bedeutet, wenn ich den Gegner zu wegschleudere, zack, kann ich den von hier sogar mit der Kugel bombardieren. Guck, die trifft und ist dann zwar noch stärker. Absolut heftig. Sprich, das ist im Disadvantage gut, weil wenn der Mario jetzt den Abwehr macht, fällt die Kugel auf ihn runter. Was komplett heftig ist. Also wenn wir den Gegner nicht weiß, sondern gegen Turt, kann man allein dadurch gewinnen, dass man New to be hat. Man kann es benutzen, um wieder zurück auf Stage zu kommen, Shield Pressure auszuüben. Absolut krasses Projekt hier. Kannst du mal sowas machen? Dann daraus kommen. Also ganz ehrlich, New to be von Piranha Friends ist viel zu stark, carried aber auch diesen schlechten Charakter. Der Charakter hat halt nur diesen einen Move, der absolut over the top ist. Sonst nichts, aber der Move ist viel zu gut. Und vor allen Dingen, du hast gerade gesehen, der Move ist auch so verdammt lange aktiv. Ich finde das mega heftig.
der Move ist ultra lang aktiv. Kullert noch runter. Also man kann so viel damit machen. Absolut broken. Deswegen mein Platz Nummer 2. Jetzt, bevor wir zu Platz 1 kommen, kommen wir noch zu den Honorable Mentions. Ich muss sagen, wo ich diese Liste versucht habe zu erstellen, ist mir aufgefallen, dass es verdammt viele gute Projekte in diesem Spiel gibt. Es war übelst schwer, sich auf 10 zu fokussieren. Deswegen gibt es jetzt hier eine richtig lange Liste an Honorable Mentions. Und zwar Wolf Laser, PK Fire for Ness, Pac-Man Hydrant, Game & Watch YouTube, die Würstchen, mega gut an der Kante, Pits 5, super flexibel, gut zum Slipen, Snakes Up Smash, verdammt gut zum Ledge-Strappen, Tornado Familie Schwertkämpfer, Kill Confirmed, lange Hitbox, Two-Framed, macht auch sehr viel. Der Granatenwerfer von Mikana, auch sehr lang und tief, killt. Und ja, ist auch verdammt gut zum Ledge-Strappen. Und natürlich auch die Side-B von Steve. Das Minecart. Haut weg, buried. Macht auch so verdammt viel. So ein flexibles Projektil, kostet aber halt Material. Deswegen nur Honorable Mentions. Gut, ihr Lieben. Jetzt auf zu Platz Nummer 1. Das beste Projektil im Spiel ist Pikachu's New Tobi. Absolut spammable, super safe, gut fürs Newtogame, kann so viele Openings ermöglichen, was komplett ridiculous ist. Sind wir mal ehrlich. Hier, Pikachu Newtobi geht sogar tatsächlich an der Stage-Kante, kannst du voll mit nerven. Guck die ganze Zeit, versucht jetzt zu recoveren, Newtobi ist da. So ein fies Projekt hier wirklich. Und ja. Du kannst aus der Luft benutzen, kannst dann retreaten, kannst aggressiv reingehen. Es ist so spammable und so verdammt safe. Das macht das Projekt hier so gut. Du kannst manche Charaktere nur mit den Yoshi besiegen. Was sollte ein Ganondorf machen, wenn Pikachu die ganze Zeit sich nur defensiv hält mit Full-Up Yoshi und immer nur abhaut. Und dann mal vielleicht als Mix-Up reingeht und dann eben halt seine Kombos macht. Dieses Projekt hier ist viel zu spammable, viel zu safe. Viel zu vielseitig und hat noch so spezielle Funktionen, wie einfach, dass es an der Wand lang geht. Das ist einfach too much. Das ist gar nicht jetzt so ein Projektil, wo man sofort denkt, wow, das ist das beste Projektil. Hätte irgendjemand von euch direkt an Pikachu gedacht, wenn wir über das beste Projektil reden? Natürlich nicht, aber sind wir mal ehrlich. Auch wenn es jetzt natürlich nicht so hervorsticht wie New Tobi von Piranha-Pflanze, ist es halt viel zu gut. Kannst du einfach mal raushauen. So safe ist das. Und das ist so nervig. Kannst zwei hintereinander machen, dann aggressiv noch reingehen. Das ist so verdammt gut. Echt. Deswegen Platz Nummer 1, Pikachu New Tobi. So, ihr Lieben, das war mein Video Top 10. Beste Projektil in Super Smash Bros. Ultimate. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr irgendwelche Projektil vergessen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Welche Projektil findet ihr am schlimmsten? Auch das lasst mich gerne wissen. Gut, ansonsten würde ich sagen, dann, falls es euch gefallen hat, falls nicht, wird das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!